Es dauerte weniger als ein Jahrzehnt, bis Millie Alcock sich von einem Kind, das YouTube-Videos drehte, zu einem House of the Dragon Star entwickelte. Und jetzt, da ihre Zeit im Prequel zu Ende ist, erfindet sich die Schauspielerin noch einmal neu. Millie Alcock wusste schon in den jungen Jahren, dass sie die Schauspielerei liebte, aber in ihrem Elternhaus wurde sie nicht aktiv dazu ermutigt. Alcock wuchs in einem Vorort im inneren Westen von Sydney mit ihren Eltern und zwei Brüdern auf, die sich alle viel mehr für Sport als Kunst interessierten. Aber das spornte ihre Leidenschaft nur noch mehr an. Später gab sie gegenüber Vogue Australia zu: "Ich glaube, ich habe mein Interesse an der Schauspielerei geweckt, weil sich niemand für die Schauspielerei interessierte." Während der Rest ihrer Familie sich auf Rugby konzentrierte, zog Alcock die Künste in der Schule auf. Ihr erster Ausflug in die Schauspielerei war die Hauptrolle in einem Grundschulstück Little Red Riding Hood, einer unkonventionellen Adaption des klassischen Märchens. Alcock erinnerte sich an den Moment, als sie sich offiziell in die Schauspielerei verliebte und sagte dem Evening Standard: "Ich hatte dieses euphorische Gefühl und ich dachte mir, ich will das, was auch immer das ist. Ich will mich für den Rest meines Lebens so fühlen." Alcocks Liebe zur Schauspielerei entwickelte sich von da an und sie fand weiterhin Wege, auf eigene Faust kreativ zu sein. Sie zeigte, dass sie sich vor der Kamera sehr wohl fühlte, indem sie eine Reihe lebhafter Videos auf ihrem YouTube-Kanal Millie Mays Movies veröffentlichte. I'm making a video today 'cause I'm bored. Alcock landete nicht nur durch einen glücklichen Zufall in House of Dragon. Sie zeigte während ihrer Kindheit, dass sie die Art von Person war, die wusste, was sie wollte. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und ihr ausgeprägtes Unabhängigkeitsgefühl führten sie mit 13 Jahren zu einer großen Entscheidung. Ohne jeglichen Rat ihrer Eltern schrieb sie sich an der Newton High School of the Performing Arts in Sydney ein, einer renommierten Institution für angehende Schauspieler. Erst nach der Einschreibung erzählte sie ihren Eltern, dass sie ein Vorsprechen für die Schule hatte. Als sie jedoch an der Schule ankam, war es eine andere Welt, da Alcock entdeckte, wie ernst die anderen Schüler ihr Interesse an der Schauspielerei nahmen. Sie sagte gegenüber Harper's Bazaar Australia: "Als ich ankam, hatten alle meine Klassenkameraden bereits Agenten. Aber sie nahm es einfach auf sich aufzuholen." Sie erinnerte sich gegenüber der Verkaufsstelle: "Also fing ich an, Agenturen zu googeln und sie anzurufen und zu fragen, hallo, können Sie mich einstellen? Irgendwann tat es eine. Ich glaube, ich war damals ungefähr 13. Alcocks Entscheidung, eine Schauspielschule zu besuchen, zahlte sich schnell aus, denn nicht lange nachdem sie einen Agenten gefunden hatte, bekam sie ihren ersten professionellen Schauspieljob. Alcock schaffte 2014 mit einer kleinen Rolle in der romantischen Komödie Wonderland den Durchbruch in der australischen Fernsehszene. Doch es dauerte noch ein paar Jahre, bis sie eine weitere Fernsehrolle bekam. Es fiel ihr schwer, sich in der Unterhaltungsindustrie in Australien zu etablieren, die ihrer Aussage nach meilenweit von Hollywood entfernt ist. Alcock sagte dem Evening Standard: "Die Regierung finanziert die Künste wirklich nicht. Es gibt überhaupt keine Wertschätzung für die Künste. Die Leute gehen eigentlich nicht ins Theater. Sie können es sich nicht leisten." Nach ein paar schwierigen Jahren kam Alcocks nächste Rolle 2017, als sie eine Nebenrolle in der dramatischen Miniserie High Life ergatterte. Diese Rolle öffnete Alcock weitere Türen, die ihr Filmdebüt im Horrorfilm The School gab, bevor sie zwischen 2018 und 2020 in 5 Miniserien mitspielte. Die bemerkenswerteste davon war Reckoning, das 2020 auf Netflix Premiere feierte. Alcock trat in allen 10 Folgen des Psychodramas auf. 2019 war ein großes Jahr für Alcock. Neben Reckoning spielte sie auch in der Fernsehserie Upright mit. Alcock übernahm die Rolle der problemgeplagten Ausreißerin Meg Adams. Meg is such a huge character and I feel kind of a responsibility to do a really good job. Produzent Chris Taylor hat inzwischen verraten, dass das Kreativteam hinter Upright sofort wusste, dass Alcock die perfekte Wahl für die Rolle war. Alcock erhielt für ihre Rolle großes Lob und wurde bei den 10. Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards sogar als beste Komödiantin nominiert. Allerdings war die Rolle mit einer harten Entscheidung verbunden. Da die Dreharbeiten sie von Sydney ans andere Ende des Landes führen würden, musste Alcock die Schule abbrechen. Aber sie stürzte sich kopfüber hinein und zweifelte nie an ihrer Entscheidung. Gegenüber Vogue erinnerte sie sich: "Ich wusste, dass diese Gelegenheit eine viel wertvollere Erfahrung sein würde, als meinen Abschluss zu bekommen." Alcock hatte zwischen 2017 und 2020 eine besonders arbeitsreiche Zeit als Schauspielerin, musste jedoch feststellen, dass es in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie deutlich ruhiger zuging. Sie veröffentlichte 2020 zwar ein paar Projekte wie den Kurzfilm Furlough, lebte aber im folgenden Jahr wieder in Sydney bei ihren Eltern. Alcocks Upright Co-Star Tim Mitchen erklärte gegenüber news.com.au, dass er sich Sorgen über die Folgewirkung auf ihre Karriere mache. Er sagte der Verkaufsstelle: "Millie war in Fahrt und dann kam Covid und es war hart für sie. Sie war wirklich am Ende und ihre Karriere wurde komplett blockiert." Glücklicherweise wissen die Fans von House of the Dragon, dass diese stagnierende Phase in Alcocks Karriere nur vorübergehend war, da gleich um die Ecke größere Dinge auf sie warteten. Doch vorerst führte die Schauspielerin ein relativ normales Leben zu Hause und spülte sogar in einem örtlichen Restaurant Geschirr, um ihr Einkommen aufzubessern.
Akoks Leben begann sich 2021 wieder zu normalisieren, als sie wieder zu Vorsprechen gehen konnte. Eines davon war für eine unbekannte HBO-Show, das sich schließlich als Game of Thrones Prequel House of the Dragon herausstellen sollte. Für ihr Vorsprechen musste Alcock sich selbst filmen und das Video an die Produzenten schicken. Sie holte sich einen Freund, der ihr beim Dialog des Drehbuchs half. Es war von einer anderen HBO-Show und die Namen waren geschwärzt. Ihr Freund erkannte es jedoch sofort. Alcock erinnerte sich gegenüber dem Evening Standard. Er sagte, das ist eine Game of Thrones Szene. Das ist die Szene mit Arya Stark. Obviously I couldn't tell anyone. Yeah. Alcock hatte Game of Thrones noch nie gesehen, also wusste sie nicht, um welche Szene es sich handelte. Aber dank des Hinweises ihres Freundes hatte sie für ihr Interview etwas mehr Einblick. Nur zwei Wochen später hatte Alcock für das Prequel als jüngere Version von Rhaenyra Targaryen unterschrieben, der Vorfahrin von Daenerys Targaryen, der Mutter der Drachen selbst. Bevor sie in House of Dragon mitspielte, wurden alle ihre Rollen in Australien gedreht. Die HBO-Serie, die in London gedreht wurde, markierte für sie also eine große Veränderung. In vielerlei Hinsicht ist House of Dragon seinem Vorgänger sehr ähnlich, da es im selben Universum spielt, aber es gibt auch große Unterschiede zwischen den beiden Serien. Alcock hat inzwischen erklärt, dass die wahre Inspiration für die Erschaffung von Rhaenyra von Cate Blanchett in Das Goldene Zeitalter und Aubrey Hepburn in Ein Herz und eine Krone kam. Alcock war auch der Meinung, dass die Bücher ihre Darstellung stärker beeinflussten als Game of Thrones selbst. Alcock dankt auch Regisseur Miguel Sapochnik und Showrunner Ryan Cordell für ihre Hilfe bei der Gestaltung ihres Charakters. Sie erklärte dem Hollywood Reporter, sie ist ziemlich stoisch in der Art, wie sie sich präsentiert und ich bin ein ziemlich zappeliger Mensch. Doch Ryan und Miguel haben mich immer wieder daran erinnert, dass in der Stille Stärke liegt. Rhaenyra Targaryen, Princess of Dragonstone and Heir. Die Verwandlung in Rhaenyra war mit einer steilen Lernkurve verbunden, die auch das Auswendiglernen großer Mengen hochvalyrisch und das Erlernen des Reitens sowohl echter Pferde als auch eines mechanischen Drachens beinhaltete. Als House of Dragon 2022 auf HBO Premiere feierte, war die Rolle der jungen Rhaenyra Targaryen wohl die bisher größte Rolle in Alcocks Karriere. Und obwohl sie es aufregend fand, in eine so epische Welt einzutreten, katapultierte es sie auch auf große Weise nach Hollywood. Und an das Leben im Rampenlicht musste sie sich erst gewöhnen. Im Gespräch mit Complex sagte sie, es war in jeder Hinsicht lebensverändernd. Ich habe das Gefühl, dass ich mich als Schauspielerin und als Mensch verändert habe. Ich habe mich körperlich verändert. Zur Veränderung gehörte, dass sie Australien verließ und dauerhaft nach London zog. Und obwohl Alcock dankbar für die Möglichkeit ist, die ihr die Serie geboten hat, wie zum Beispiel die Rolle als Supergirl in James Gunns DC Universe, musste sie sich auch mit einem neuen Bekanntheitsgrad auseinandersetzen, der sie ein wenig unbehaglich machte. Über die Anpassung an ihren neuen Status in Hollywood sagte sie, es war in jeder Hinsicht völlig überwältigend, unglaublich herausfordernd und unendlich lohnend. Aber es war ein Kampf. Aber Alcocks Leidenschaft für die Schauspielerei hat sie inmitten ihrer wachsenden Berühmtheit auf dem Boden gehalten. Sie fand sogar Gemeinsamkeit mit ihrer Figur, da sie das Gefühl hatte, dass sie und Rhaenyra gemeinsam Neuland betraten. Alcock schlüpfte 2024 erneut in die Rolle der jungen Rhaenyra Targaryen für Staffel 2 von House of the Dragon. Aber wie die Fans der Serie hatte sie zwischen den Staffeln viel Freizeit. Wenn sie nicht schauspielerte, fand sie Trost hinter der Kamera, da sie während der Pandemie mit dem Fotografieren begonnen hatte. Sie genießt es, die Schönheit in einfachen Dingen zu finden und sie mit der Welt zu teilen. Ihr Instagram ist übersät mit ihren Aufnahmen, wie zum Beispiel der mit dem Titel Die Kinder von Paris. Sie erklärte Flaunt, Schönheit ist völlig subjektiv. Manche Leute sehen vielleicht das Foto der Kinder in Paris und sagen, oh, die Komposition ist falsch. Es ist ein bisschen schief. Ich denke, die Schönheit liegt in den Fehlern, weil sie lebendig sind. Aus der Art und Weise, wie sie über das Bild spricht, wird klar, dass Alcock in ihrer Arbeit mehr daran interessiert ist, echte Menschen und Geschichten zu vermitteln, als etwas rein Ästhetisches festzuhalten. Sie genießt auch die Anonymität hinter der Kamera, da Alcock oft gesagt hat, dass sie es leid ist, ihr eigenes Gesicht zu sehen und es vorzieht, nicht im Rampenlicht zu stehen. Obwohl sie noch keine professionellen Möglichkeiten hinter der Kamera gesucht hat, ist es durchaus möglich, dass die Fans mehr von Alcocks Arbeit sehen werden, insbesondere wenn sie ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und die Fotografie kombiniert, um ihren Horizont zu erweitern. Alcock drehte ihre letzten Szenen für Staffel 2 von House of the Dragon im Frühjahr 2023 und hat seitdem bestätigt, dass sie nach ihrem letzten Auftritt in Episode 4 nicht zum Game of Thrones Prequel zurückkehren wird. It's that story to tell now, and I'm really excited to watch them. Alcock wandte sich schnell einer anderen großen Rolle zu, lenkte ihre Karriere jedoch in eine andere Richtung, zum Theater. Im Sommer desselben Jahres gab sie ihr West End-Debüt als Abigail Williams in einer Wiederaufnahme von Arthur Millers Hexenjagd. Alcock schwärmte, als sie ihre Rolle auf Instagram ankündigte. Worte können nicht beschreiben, was für ein wahr gewordener Traum das ist.
Alcock hatte den Wechsel zum Theater schon seit einiger Zeit geplant. Nachdem sie die erste Staffel von House of the Dragon beendet hatte, verkündigte Alcock in einem Interview mit Flaunt ihren Wunsch zu zeigen, was sie auf der Bühne kann. Sie sagte dem Outlet, "Ich denke, es wäre etwas, das mir helfen würde, meine Fähigkeiten als Schauspielerin zu verfeinern. Und ich denke, es würde mir mehr Legitimität verleihen, wenn das Sinn macht. Diese Erfahrung auf der Bühne zu machen, die man nur einmal in diesem Moment macht. Und es ist so eine gemeinsame Erfahrung mit dem Publikum."